Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie der Rest der Galaxie euch wahrnimmt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 30. Mai 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben einen enormen Respekt vor der Menschheit und wir wissen auch, dass es in der ganzen Galaxie viele Wesen wie uns gibt, die die Achtung vor euch allen und dem, was ihr getan habt, teilen. Wenn wir sehen, dass du dich wegen der menschlichen Rasse niedergeschlagen fühlst, wissen wir, dass das Gefühl von einem Ort kommt, an dem du weißt, dass du so viel mehr sein kannst. Ihr könnt liebevoller, mitfühlender, verständnisvoller, hilfsbereiter füreinander sein und ihr könnt sicherlich freundlicher sein. Du musst aber auch berücksichtigen, wie weit die Menschheit bereits gekommen ist. Ihr seid weit genug vorangekommen, um auf eurer evolutionären Reise so weit gekommen zu sein. Ihr habt für euch selbst einen Weg gewählt, der euch mit Emotionen und Aspekten von euch selbst konfrontieren würde, die ihr niemals aus eurer egoistischen Perspektive annehmen oder anerkennen würdet. Aber ihr tut es, indem ihr die Arbeit an euch selbst erledigt. Du hättest andere, einfachere Wege zum Aufstieg wählen können, aber du wolltest den wirklich harten Lehrplan mit all den sehr schwierigen Herausforderungen und du hast diesen Weg gewählt, weil du den größten Teil des Wachstums erleben wolltest. Du wolltest fühlen, wie es sich anfühlen würde, von dort, wo du gewesen bist, zu dem Ort zu gelangen, an den du gehst. Und im Moment siehst du die chaotische Mitte. Du siehst, was aufgedeckt werden muss. Ihr müsst alle wissen, wer ihr seid, wenn ihr am schlechtesten seid. Und so ist nichts mehr verborgen. Du wirst dir immer mehr bewusst. Ihr greift auf Informationen zu, die euch alle einen langen, harten Blick auf die Teile von euch werfen lassen, die die meiste Dunkelheit tragen. Und was im Moment gebraucht wird, ist nicht mehr Urteilsvermögen über euch selbst oder irgendjemand anderen. Was gebraucht wird, ist mehr Mitgefühl, mehr Verständnis, mehr bedingungslose Liebe und sicherlich mehr Vergebung. Und diejenigen von euch, die wirklich wach sind, erkennen das. Und ihr seid diejenigen, mit denen wir in diesen Übertragungen sprechen. Ihr seid diejenigen, die die Flamme dort auf der Erde halten, das Licht angesichts der ganzen Dunkelheit, die euch bewusst geworden ist, aktiviert halten. Und alles, was ihr zu diesem Zeitpunkt wirklich tun müsst, ist, dieses Licht weiter leuchten zu lassen. Aber wir möchten auch, dass ihr euch mehr in der Art und Weise erkennt, wie wir und andere in der gesamten Galaxie dies tun. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.